So, herzlich willkommen zum nächsten Livestream von Factorio Schienenwelt. Hier, ja, bei unserer alten Schienenwelt quasi, wo wir das letzte Mal angefangen haben, ganz tolle Sachen mit Riesenmaschinen zu machen. Die sind hier oben. Da oben haben wir sie schon angefangen zu verwenden. Große Maschinen, die ganz schnell sind, damit wir hier noch ein bisschen UPS sparen können. Natürlich direkt nachdem wir damit angefangen haben, kam von den Factorio-Entwicklern raus, dass sie Optimierungsmöglichkeiten gefunden haben, mit denen der Spielstand hier vielleicht dann doppelt so schnell läuft. Also das eigentlich quasi nicht mehr nötig ist. Aber so wie das jetzt aussieht, werden die dieses Update erst nächstes Jahr irgendwann rausbringen. Das heißt, bis dahin sind wir noch mit diesen epischen UPS hier gestraft. Kann nur sein, dass man die Fabrik nicht übertragen kann, aber das werden wir dann sehen. So, ich brauche neue Leisten. Wir haben auch neue Mods, ne? So, neue Mods. Ja, stimmt, die großen Maschinen halt, ne? Sonst noch irgendwas? Dann halt, dass Atomkraft effizienter ist, deutlich. Und ansonsten eigentlich alles gut, würde ich sagen. So, ich sag dann erst mal schon mal herzlich willkommen an der Kratzwurst und der Phil. Schön, dass ihr schon da seid. Und schade, dass ich meine angekündigte Zeit nicht geschafft habe. Aber wir wollen dann doch länger joggen als geplant. Und danach hatte ich dann auch erst mal richtig Bock zu duschen. Dass ich mich nie hier im Schweiße meines Angesichts hier hinsitze. So, okay, aber genug davon. Was wollte ich eigentlich tun? Was wollten wir eigentlich tun? Woran scheiterte es hier? Das ist die Frage, die sich M gerade stellt. Wir hatten, wie gesagt, hier die mit den großen Maschinen schon mal angefangen. Wir hatten hier unten rumgebaut und Zeug ersetzt. Genau, immer Motoren. Das ist jetzt hier quasi alles, was an Motoren produziert wird mit den schnellen Maschinen. Und dasselbe haben wir hier drüben mit Produktivität 1. Funktioniert jetzt schon mit den schnellen Maschinen, sind also deutlich weniger Maschinen. Und wir sehen auch, der läuft hier. Die können schön durcharbeiten, fast. Nee, hundertprozentig, aber das ist in Ordnung soweit. Es fehlt nur ein bisschen an Motoren. Dann könnten die komplett durcharbeiten. Kann man hier eigentlich noch was tun? Nee. Weil die Sache an was scheitert es eigentlich hier? Wenn ich mir das so angucke, scheitert es am Stahl. Weil Stahl hier nicht schnell genug kommt. Ne? Wir haben ja hier bloß eine Stahllinie, die auch nie komprimiert ist. Ah, da ist der. Da ist was faul. Phil, komm, wir bohren ein Loch in die Tasse. Dann ist er dauerhaft am Wasser kochen. Somit kann Stuhl-LP seine volle Kraft entfalten. Ja, wenn ihr das wollt, dann gehe ich nochmal Kaffee kochen. So, da hätte blau sein müssen. Ich glaube dann, ja, dann sieht es nämlich schöner aus. Und jetzt gucken wir mal. Ich weiß jetzt nie, ob die durchgelaufen sind. Nee, sind sie nicht. Die haben gelegentlich Pause gemacht. Ja. Genau, und das sollten sie jetzt nicht mehr tun. Die Frage ist, ob ich dann jetzt nochmal ein Beacon mit dem Speed-Modul hierhin pfeife. Damit er so wirklich Gas gibt. Könnte man jetzt vielleicht machen. Wir müssen mal gucken. Hier kommt der Laden dann. Wie sich das jetzt hier gleich entfaltet. Und danach können wir uns Gedanken machen, wo wir weitermachen mit unseren 25 FPS. Diesen episch vielen. So, warte mal, was wir mal machen können, ist hier, ich mach mal die Vorschau aus. Die muss ich jetzt nicht sehen hier. Keine Vorschau. So, ich sehe leider nie, was ich jetzt hier verbreche, aber dadurch kriegt man nochmal in FPS mehr. Hey! Genial, du. Episch. So, wie sieht's aus? Hast du alles, was du brauchst? Arbeitest du jetzt durch? Das sieht gut aus. Das
Zahnrad haben wir genug. Da könnte man noch schneller. Am Stahl könnte man auch noch schneller. Wenn ich mir das jetzt hier gerade so angucke. Hier auch. Das staut sich jetzt so ein bisschen zurück. Huch, ich wollte gerade sagen, können die schnell genug ausladen? Ja. Gerade und so. Also ein Ding würde noch hingehen. Hier in so ein Beacon. Der Beta erwischt. Wenn der hier stehen würde, wäre super. Huch. Hier durchgezwickt. Wenn wir hier einfach mal durchzwicken. Und einen Tunnel setzen. So hier. Dann ist das nämlich genauso schön. Nur, dass hier noch einer hin kann. Der Speed-Module kriegt. Dann ist das 50% schneller. Und cooler. So, dasselbe brauchen wir jetzt hier oben auch nochmal. Ja, ich hack da jetzt gerade hier so ein bisschen Zeug durch, aber das ist nicht so schlimm, denke ich mal. Ja, das kriegt man schon hin. Bob und Bob. Dann nochmal ein Beacon. Speed-Modul rein und Strom dran. So, jetzt geht's nochmal 50% schneller hier. Vielleicht schaffen wir diesen Spielstand aus FPS, FPN. Frames per Minute. Dann wären das aber FPM, ne? Machen wir. Wird noch. Das wären dann am Ende Sekunden per Frame. Statt Frames pro Sekunde. Das kriegt man hin. Das wird noch. Oh, hier. Ausladung. Die Ausladung ist zu lahm. Hier. Da habe ich mir schon fast gedacht, ja. Jetzt, wo wir hier den schneller gemacht haben, wird nicht mehr schnell genug ausgeladen. So, jetzt besser. Jetzt kann das hier nämlich ordentlich abgehen. Hey, jetzt fehlt's an Rohr. So, nehmen wir genug Rohr hier. Wieso ist denn da eigentlich kein... Hier könnte Produktivität rein, ne? Bin ich ehrlich. Achso, geht ne. Ist ja schade, Mist. Na. Gut, warum ist das nicht blau? Ist die eigentliche Frage hier, ne? Warum ist der nicht blau? Wohin ist denn der? Hier. Ab hier. Also bis hier runter muss das blau sein, mindestens. Danach ist es eigentlich wurscht. Jetzt sollte das passen. Dass die hier genug Zeug kriegen. Der kriegt sein Zeug da, genau. Jetzt können die doch durchschaufeln, oder? So richtig schön. Die sind so schnell, ne? So schnell sind die Maschinen. Man merkt, dass Pyro seine Brille geputzt hat. Ja, er liest auf immer, ne? Was denn hier los? Kannst du nicht schnell genug ausladen? Was ist denn da los? Tatsächlich, können die jetzt nicht schnell genug ausladen, oder was? Ah, doch, gerade so, oder was? Ja, gerade so reicht es noch. Die schaufeln da alles rein, was geht. Wie sieht denn das hier aus? Ja, das ist hier halt die... diese unglückliche Methode zum Ausladen. Da kommen ein paar Balancelücken rein, aber das geht. Das geht so. Dann schaufeln die hier durch, was geht. Es scheitert halt jetzt an den Rohren, dann irgendwas scheitert es ja immer. Hi, ich sah das und willkommen. Herzlich willkommen. Aber es sollte jetzt reichen, dass hier alle arbeiten. Können wir ja mal gucken. Das sieht gut aus. Also hier sind die letzten am Schuften. So wie man sich das wünscht. Genau. Hervorragend, würde ich mal sagen. Mit 24 FPS sagen wir hervorragend. Wie schnell forschen wir eigentlich gerade? Das bin ich doch mal neugierig gerade. Hier Produktion, Verbrauch, Fläschchen.
2400 pro Minute verbrauchen wir gerade. Das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine Ansage. Warum machst du beim Eisen einen Vierbalancer herein? Da ist einer drinne. Wenn ich mich nicht irre. Ich muss mal ganz kurz gucken. Der ist halt hier oben. Da oben ist doch ein 4-4er. Oder was meinst du? Hier ist 4-4. Und danach geht das halt. Zwei Linien gehen für die Zahnräder drauf. Und zwei Linien gehen für die Rohre drauf. Und theoretisch müsste das so sein, dass ein volles Band... Ja, wir brauchen, wenn ich das hier so sehe, nochmal was zum Ausladen tatsächlich. Die können nicht schnell genug ausladen hier. Der ist voll. Es kommt genug Eisen an, aber der schafft es nicht auszuladen hier. So, jetzt müsste es eigentlich besser aussehen. Ich meine, der ist jetzt egal, das wird sich jetzt eh zurückstauen, da das Ding hier Pause macht, bis der nächste Zug kommt, um Zeug zu holen. Wie sieht's denn aus? Haben wir irgendwie einen Stau gerade? Wir hatten ja das letzte Mal stehen. Sieht aber gerade gut aus. Ah, okay. Dann sind die Bänder zum lahm. Die sind zum lahm. Lamm, lamm, lamm. Das sieht gut aus, das lassen wir so. Ach, hier haben wir auch große Maschinen gebaut. Gehen ab. Brauchen bloß mehr... Mehr Ziegelstein, ne? Mehr Ziegelstein ist hier die Sache. Sind wir beschäftigt. Wo geht denn das hin eigentlich? Die Öfen. Hier oben waren die, ne? Ah, da sind auch mehr als genug Öfen da. In Ordnung. Hier fehlte es nämlich an irgendwas anderem. Und zwar an Stein, wenn ich mir das so angucke. Hier kommt ein volles blaues Band Stein rein. Und das wird halt überall verbraucht. Naja, das reicht halt nicht bis hinten. Die hinten machen dann nichts mehr. Weil hier halt auch wieder überall das Problem ist, dass du nicht, du keine Produktivität nutzen kannst. Was schade ist. Nein, was für eine Katastrophe. Die Bänder sind komplett voll. Ja, sind sie auch. Hier geht nicht mehr raus. Wie viel produzieren wir denn von dem Zeug? Ist das wenigstens mehr als... Ja, eine Minute. Wo sind denn die lila Fläschchen da? Okay, wir produzieren aber noch mehr von den lila Fläschchen, als wir verbrauchen. Wir produzieren 2,9 bis 3000 und Verbrauch ist 2,4000. Da ist zwar nicht mehr viel Luft nach oben, aber das geht, das passt. Die Frage, okay, was bauen wir jetzt noch um? Die hier könnten wir umbauen. Die hier. Was wollen wir denn umbauen? Eigentlich wären die Schmelzen dran, ne? Die Schmelzen wären gut. Sage ich jetzt mal. Ich weiß bloß nicht welche davon. Wie sehen wir denn aus? 143.000 Eisen und 209.000 Kupfer. Das heißt, beide Schmelzen müssen umgebaut bzw. ausgebaut werden. Und das würde mich dann jetzt mal in Angriff nehmen. Ich muss eine Zusatzanbindung zur Mitte führen. Ja, muss ich auch, aber ich habe keinen Platz mehr da. Müsste wirklich eine Zusatzanbindung oder die müsste hinten rum dann. Das Problem ist halt, wir lasten ja den Bahnhof hier schon voll aus. Und ich habe den nicht so gebaut, dass ich den doppelseitig nehmen kann. Dasselbe hier. Das ist so das Problem an der Sache. Deswegen lassen wir das erstmal. Aber das können wir vielleicht später noch einmal in den Angriff nehmen. Eisenschmelze auf den neuen Stand. Yep, genau das ist der Plan. Und dann Kupferschmelze ebenso. Ja, also als erstes reißen wir den hier weg. Die Dinger müssen nämlich ja jetzt erstmal leer laufen. Huch, weiß nicht, was ich da weggerissen habe. Achso, die Kiste. Wieso ist denn hier Eisenerz in der Kiste? Das hier weg.
Damit laufen die Lärm. Mach mal gleich die alle, ne? Mach mal gleich alle auf den neuen Stand. Der hier weg. Das wird noch eine kleine Weile dauern, bis die leer gelaufen sind. Die hier Lärm. Der hier Lärm. Der Lärm. Dann können wir die Stahlschmelzen auch irgendwann nochmal umbauen. Die sind nämlich auch nochmal riesengroß. Wenn die arbeiten, geht das auch auf die FPS. Aber wie gesagt, das wird eh alles nochmal anders. Wenn die werden ihr Update durch haben. Performance Update. So, die Kupferdinger hier unten müssten wir auch upgraden. Die sind auch alle noch alt. Das heißt, das machen wir jetzt auch nochmal. Die halte ich dann jetzt auch mal an. Der hier weg. So, ich muss jetzt hier bloß aufpassen, was ich hier wegrupfe. Damit das passt. Genau. Genau. Die ganzen Anforderungsdinger nehme ich auch schon mal weg. Auf dass hier kein nichts mehr angefordert wird. Ich weiß ja, dass das hier die Dinger 1 bis 3 sind und so. Und hier sind es die Dinger 1 bis 4. Und die werden halt ersetzt durch die Dinger. Die Bahnhöfe. Und dann kommen hier die großen Maschinen hin. Du hattest mal ein zu volles Inventar gehabt. Vor so 9 Streams. Zu volles Inventar? Ja, habe ich immer noch, ne? Immer noch randvoll alles. So, jetzt müssen wir warten, dass die hier leer laufen. Und noch eine kleine Weile dauern wird. Weil immer noch Züge ankommen. Die halt unterwegs sind. Theoretisch sind die dann schnell durchgelatscht hier. Und dann können wir das alles wegreißen. Hier ist auch überall noch Effizienz drin. Überall noch Effizienz, ne? Ja, das machen wir dann weg. Da kommen dann wunderschön, kommen dann die großen Maschinen hin. Ja, keine Ahnung, wie viele das werden. Aber da können wir schon mal ein paar in Auftrag geben. Von denen. Damit wir dann auch ein paar haben. Denn ich glaube, ich habe nicht so viele in Auftrag gegeben. Wir lassen die ja hier irgendwo bauen. Die hier drüben, glaube ich. Mal kurz gucken. Genau, hier die Zweier. Aber nicht so viele, bloß 50. Die Frage ist, wie viele brauche ich? Das ist die Frage. Theoretisch sind eine 32 von, 16 von denen. Also könnte ich jetzt sagen, hier die Anzahl durch 16. Mal sehen, ob das ist. Du hast dank des Abonnents von Sardas HD ein Emote erhalten. Danke. Cool, schönen Dank. Danke für Dingsbums, Sardas. Jo, dankeschön. Vielen Dank. So. Füge eine Nachricht hinzu, indem du Sardas HD für das Geschenk dankst. Danke für HH2020. Ist ja auch cool. Ja, hier, cool. Was ein Ding, ey. Cool, dankeschön. So. Coole Sache. Ist ja echt coole Sache. So, wo war ich jetzt? Ich hoffe, das hier funktioniert alles noch. Ich musste nämlich kurz raustappen. Um Danke zu drücken. So, wie viele? Wie viele haben wir hier? 1, 2, 3, 4, viele. Das sind 108 oder so, ne? 192. 16 sind Zähne. Und nochmal 32 sind 12 Maschinen. Bräuchte ich theoretisch, um das zu ersetzen. Danke, sagt I City. Dankeschön. Ja, super. Das freut mich. So, also, wir brauchen 12 Maschinen, um in so ein Ding zu ersetzen. Das heißt, wir machen mal so hier. Das sollte ungefähr reichen. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, wir müssen ja eh noch warten, bis die Dinger leer gelaufen sind. Was noch dauern wird.
Wobei es geht, sind noch 1,2K sind hier noch drin. 1K. Hier wird nochmal voll beladen. Sehr gut. Kommt nochmal ein Zug. Hier kommt kein Zug mehr, ne? Ne, da kommt kein Zug mehr. Dasselbe ist ja... Ja, die kriegen noch ihre letzten Lieferungen. So wie es aussieht. Ja, cool, cool, cool. Können wir das Ding hier umbauen? Ist aber cool, dass man ein Emote kriegen. Das ist, finde ich cool. Und danke für dein Abonnent natürlich. Amazon schaltet nur Werbung vor dem Stream. Echt? Ach so, ja, weil ich jetzt Affiliate bin. Deswegen gibt's da jetzt eine kurze Werbung. Vor dem Stream, außer ich schalte im Stream Werbung. Wenn ich im Stream Werbung schalte, dann ist eine halbe Stunde lang keine Werbung vor dem Stream. Aber oh, ich habe noch keine Werbung geschalten. Deswegen ist noch. Und diese Emotes sind permanent. Sind die? Oh, das ist nice. Das ist natürlich sehr cool. Achso, und herzlich willkommen an alle neuen Astimmer. Vielen Dank. So. Wir sind dabei, hier die Eisenschmelzen und die alten Kupferschmelzen umzubauen. Dazu habe ich die jetzt schon mal vom Netz abgeklemmt und wir müssen jetzt bloß noch darauf warten, dass die leer laufen. Was? Werbung? Muss los. Als ob du keine hattest, Kratzwurst. Komm, zähle doch nicht. Zähle doch nicht. Wenn es dir zugute kommt und nicht nur Amazon, dann passt es. Ja. Also, es kommt beiden zugute. Ich krieg, glaube ich, 50% oder so. Also, nicht so der Hammer. Aber 50% ist immer noch mehr als nichts. So, habe ich jetzt hier so viele Rohre in der Anforderung? Nee. Komm, hier, schmeiß mal weg. 1, 2, 3, 4. Hier, komm, da hin. Ja, mit der Werbung habe ich schon ganze 11 Cent verdient. Also das ist richtig... Da mache ich gleich einen auf dicke Hose demnächst. Das kannst du aber wissen. So, hier, die Dinger können wir weg. Mal ein bisschen das Inventar hier leer machen. Danke, du hast einen Abonnent von... Ah, cool, dankeschön. Mindflay, hey, schönen Dank. Danke, danke. Nett von euch, nett von euch. Hier, ja, danke schön, schicken. Klar. Danke für... Haha, Leon. Was ist denn das? Haha, Fink. Ja, das ist ja cool. Cool, ey. Das ist schon nice, dass man da Zeug so verschenken kann. Das macht schon was her. So, okay. Wir müssen jetzt aber mal... Nein, wir warten ja eh immer noch darauf, dass das Zeug leer wird. Ich will aber hier mal ein bisschen die Hosentasche leer machen. Gerade mal. Frage ist bloß, was schmeißt du aus der Hosentasche raus, ne? Um die leer zu machen. Zum Beispiel Logistikroboter, die braucht echt kein Mensch nicht. Der Rest ist alles cool. Das Zeug hier kann mal weg. Rakete, gerne. Das hier nicht. Artillerierakete. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Zerstörerkapseln wollen wir eigentlich bloß 100 haben. Ich weiß nicht, warum ich 123 habe. Tor. Nee, warte mal. Tor nicht. Aber hier Lasertürmchen. Da habe ich 80 in der Anforderung, okay. Ja, wenn er meint. Die hier habe ich nicht in der Anforderung. Kann mal kurz weg. Ein bisschen Zahnrad weg. Hier die uralt Strommasten können auf jeden Fall fort. Und ansonsten habe ich hiervon ziemlich viel, was ich nicht brauche. Der Rest sieht eigentlich gut aus. So, können wir mal, habe ich schon mitgenommen. Ne, hier, nehmen wir mal alle mit. Die ganzen schönen Plusmaschinen. Produktivität haben wir noch einstecken. Gucke dir am häufigsten zu und bin eh Prime-Kunde. Ja, aber trotzdem, vielen Dank. Freut mich, freut mich. Das kommt mir auf jeden Fall zugute. So. Das mit den Emotis ist irgendwie cool.
Wusste gar nicht, dass man da Emotis kriegt, okay? Das ist nice. Ah, so. Ich kann auch noch irgendwelche basteln, so Emotis. Für den Kanal an, für, ja, genau, für den Kanal hier. Die dann für uns speziell sind, aber da muss ich erst noch mehr Gedanken machen, was da hin soll und, ja. Da habe ich ja quasi noch keine Ideen. Vielleicht fällt mir über Weihnachten was Hübsches ein, was wir mit den Dingern machen können. Oh, der ist ja immer noch eine leer hier. Jetzt, da, der erste ist leer. Hervorragend. Wie gehen die denn lang? Und da unten holen die blauen, ne? Die sind auch doof. Hier, mach nochmal eine Ladestation hier hin. Ja, ich müsste hier nochmal so Dinger hinstellen. Damit die sich laden können, die Kollegen. Die Kollegen-Roboter. Die haben nämlich hier gar keine Möglichkeit, sich zu laden. Wo habe ich denn die großen Strommasten? Hier. Hm, da reicht nicht. Der reicht da gar nicht hin. El Cid abonniert auf Stufe 1. Ey, schönen Dank, El Cid. Vielen Dank dafür. Ein Pyro, der erschrocken ist. Und unbedingt ein Zug. Ja, das stimmt eigentlich. Also irgendwie sowas mit einem... Ich habe schon gedacht, irgendwas mit einem Zug und irgendwas mit einem Dings muss noch passieren hier. Irgendwas mit einem Zug und irgendwas mit einem T. Das ist ja hier quasi Standard hier. Ein paar Cent. Jo, danke für die Cents. Dankeschön. So, ich mache mich jetzt hier runter. Wir müssen jetzt mal hier gucken. Da, ja, ein Zug. Die Züge sind so schön langsam, hier passiert nichts mehr. So, hier ist es jetzt so gut wie leer. Die letzten schmeißen noch ihr Zeug raus. Was nicht mehr viel ist, sondern es sind bloß nur die obersten hauptsächlich. Hier unten ist jetzt leer gelaufen. Das heißt, wir können das hier mal komplett abreißen. Ab hier, ne? Außer Reichweite. Okay. So. Nämlich. Gut, ich weiß gar nicht. So, dann können die hier noch langdüsen. Das hier ist alles Unsinn. Das kann mal weg. Ich muss jetzt hier bloß aufpassen, wegen dem Strom und den Kabeln. Ich glaube, die Kabel haben eh keine Bedeutung mehr, wenn ich mich nicht irre. Das hier unten kann schon mal alles weg. Das ist alles Humbug. Und wie ich das dann hier umbaue, weiß ich noch nicht genau. Das wird interessant. Aber wir haben ja vielleicht... Warte mal, die hier haben doch Platz, oder? Das wird ja eh kürzer. Das wird doch eh kürzer. Da kann ich mir das eh komplett anders legen hier. Denke ich mal. Du hast dank des Cheers von Sardas einen Emote erhalten. Dankeschön. Boah, was ist denn hier los? Jetzt wird der Chat zu klein, ne? So, hier. Dankeschön. Was ist hier los? Sardas, dankeschön. Wunderbar. Danke für die Cheers. Und den Traubensaft nicht vergessen. So wie die durstige Tastatur, ja. Das war auch ein Highlight, das stimmt. Ich hab keine Alerts aktiviert. Ich habe die mir noch nie gebaut. Ich muss die mir noch bauen. Ich hatte dann noch keine Zeit für. Da wir ja bald umziehen, ist es mit der Zeit nicht ganz so praktisch. Aber das wisst ihr ja eigentlich. Dass wir demnächst umziehen. Das ist ja jetzt auch beschlossene Sache. Habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Aber ist jetzt beschlossene Sache, dass es im Februar passieren wird. Und da ist man halt schon auf Wohnungssuche. Quasi in der Freizeit. So, hier, der kommt weg. Dann kann der ganze Unsinn jetzt hier weg. Hier wird auch nichts mehr ausgeladen, genau. Dann haben wir hier die ganze Ecke nämlich erstmal wieder frei und ich kann mir mal überlegen, wie ich die Bahnhöfe hier dann gerne hätte. Wenn das hier alles weg ist.
Also ich habe keine Ahnung. Das hier ist da oben mit verbunden. Das heißt, das werden jetzt gleich andere auch noch mit abholen. So, wir müssen auch warten, dass das hier leer ist.